Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Moment of Silence. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben hier noch das Observatorium. Wir haben die Tasche, die haben wir ja schon angeschaut. Aber hat er nicht irgendwas noch gesagt von Nadel? Vielleicht ist die hier dabei. Ja, in der letzten Folge, als wir das rausgemacht haben, hat er gesagt, Messer, Nadel und Faden. Und das ja, aber den Nadel, den finde ich einfach nicht. Vielleicht ist der ja hier drin. Wo habe ich nur dieses? Ich habe irgend... Und da können wir ja leider nichts machen. Mit dem Ding. Ja, gut. So ein Mist, schon wieder auf dem Desktop geraten. Das ist das Problem, wenn man zwei Monitore hat und so reingemacht hat und geht mit der Maus zu weit hier raus hier. Auf der Seite. Dann lande ich automatisch auf dem Desktop wieder. Und das ist ein bisschen problematisch. Nein. Hab nicht die, außersehen die Aufnahme gestoppt. Sehr gut. Gehen wir mal hier rein. Okay. Sie sehen so verliebt aus. Ich störe lieber nicht. Das ist aber nett von dir. Was ist das? Virtual Telescope? Okay. Watch the universe of last night with me. Und wir können eine Nummer eingeben. Haben wir irgendeine Nummer? Okay. Rent this picture. Ah ja. Wenn man... Ah, das könnte noch wichtig werden. Da brauchen wir irgendwo eine Nummer. Dann stellen wir das Teleskop darauf ein und können das sogar ausdrucken. Nee, brauchen wir nicht. Eine Nummer haben wir, glaube ich, nicht wirklich. Nette Animation. Wenn man zu lange hineinsieht, wird man schwindelig. Und da geht's, glaube ich, noch wieder raus. Ja, genau. Haben wir irgendwo eine Nummer? Steht da irgendwas? Nee, da steht nichts drauf. Da haben wir anscheinend tatsächlich nichts groß zu machen. Im Moment jedenfalls nicht. Lass uns mal Deborah anrufen. Vielleicht gibt es da was Neues. Vielleicht kannst du uns was Neues sagen. Oder sagen wegen dem Band hier oder wie auch immer. Hier ist die Voicebox von Deborah Oswald. Ich bin zurzeit offline. Versuchen Sie mich später zu erreichen. Danke für Ihren Anruf. Okay, das geht nicht. Polizei, Infocenter brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir sind jetzt... Sind wir jetzt hier fertig? Wir werden auf jeden Fall nochmal zurückkommen müssen, wegen dem Observatorium hier. Und vielleicht auch wegen der Stahltür. Aber ansonsten wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, was ich jetzt hier noch machen sollte. Also ich habe so den Eindruck, dass wir tatsächlich wieder gehen müssen. Fände ich jetzt irgendwie seltsam. Probier mal aus, ob das überhaupt geht. Und das alles an einem Tag dann. Ja, tatsächlich, das geht. Sind wir jetzt schon wieder in... Ach du Schande. Wir sind sogar schon wieder komplett zurück. Das heißt, wir gehen nicht zum Flughafen dahin, sondern wir gehen tatsächlich zurück nach Brooklyn. Naja, Brooklyn war es ja nicht. Aber ja, wieso ihn
zurück in die Staaten halt. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, wenn wir jetzt schon hier sind, dann können wir auch... dann reden wir vielleicht mit Deborah. Miss Oswald. Mrs. Oswald. Direkt. Und vielleicht können wir mit Bob nochmal reden. Also, wie es aussieht, kommen wir auf jeden Fall immer hin und her, ohne Probleme. Und das an einem Tag, weil ich glaube, wir haben ja den 1. Oktober oder 1. September. Was glaube ich? Da hat sich ja nichts geändert. Na gut, reden wir mal mit Bob. Gibt's bei dir was Neues? Na Peter, wie geht's heute? Mann, Sie sehen müde aus. Schlecht geschlafen? Im Flugzeug. Oh, Sie waren verreist. Reichlich kurz. Reichlich anstrengend. Ich war in Puerto Rico. Oh Gott, was zum Teufel wollten Sie denn da? Ich habe das SETI-Institut besucht. Hat der Alien-Wahn Sie jetzt angesteckt? In gewisser Weise vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Muss man sich Sorgen um Sie machen? Das frage ich mich auch manchmal. Na Peter, wie... Mann, Sie sehen schlecht geschlafen. Im Flug... Oh, Sie... Ja, okay. Hat der Alien... In gewisser Weise muss man haben wir alles schon gehabt. Da gibt's nichts Neues. Okay. Verdammt. Wieder auf den Desktop geraten. Okay, dann reden wir mal mit ihr selber. Vielleicht kannst du was sagen wegen den, wie heißt das, diesen Camcorder halt. Vielleicht gibt's da ja was, das sie uns sagen kann. Ansonsten wäre auch mal interessant jetzt mit, wo wir in SETI gewesen sind, mit den zwei Jungs vom Alien Attack Club zu reden. Probieren wir mal. Ja, hallo, Mrs. Oswald. So, jetzt reden wir mal mit ihr erstmal. Hallo, Peter. Sie waren lange weg. Haben Sie Neuigkeiten? Ich denke schon. Sagen Sie, Deborah, war Ihr Mann Videoamateur? Was? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn überhaupt Video? Eine Bildaufzeichnungsmethode aus dem 20. Jahrhundert. Analoge Technik. Sie funktionierte mit Magnetbändern. Damals sehr populär und weit verbreitet. Sie haben bestimmt schon mal einen von den alten Rekordern auf dem Flohmarkt gesehen. Ach, diese Kästen, die so aussehen wie Spielkonsolen. Etwas in der Art, ja. Nun, Ihr Mann besaß eine Videokamera, mit der man Filme in diesem Format aufzeichnen konnte. Wussten Sie das? Nein. Davon hat er mir nie erzählt und ich habe die Kamera auch nie gesehen. Ich habe sie in einer Tasche gefunden, die Ihr Mann beim SETI vergessen hat. Oder absichtlich zurückgelassen hat, ich weiß es nicht. Es waren noch ein paar andere Dinge drin. Was könnte er mit einer so vorsintflutlichen Technik gewollt haben? Ich habe wirklich keine Ahnung. Graham hat sich schon immer mit den merkwürdigsten Sachen beschäftigt. Vielleicht hat es mit seinem Artikel zu tun. Vielleicht hat er irgendwas über Technologiegeschichte gemacht. Wissen Sie noch, wann Ihr Mann das letzte Mal am Flughafen war? Am Flughafen? Warten Sie... Naja, er war ja ständig am Flughafen. Soweit ich weiß, hatte er auch ein Schließfach dort. Oh! Ein Schließfach? Haben Sie den Schlüssel? Graham hat ihn wohl. Vielleicht hat er ihn hier liegen gelassen. Ich weiß nicht. Wie sieht denn so ein Schlüssel überhaupt aus? Darf ich mich gleich mal ein bisschen hier umsehen? Vielleicht finde ich ihn. Ja, natürlich. Tun Sie das nur. Da ist etwas, das ich Ihnen zeigen möchte. Das Garn war in der Tasche, die ich gefunden habe. Was hat Ihr Mann denn mit Nähgarn gemacht? Oh, das ist das Garn, mit dem ich immer Tommys Teddy repariere. Tommys Teddy? Ja. Warum er es dabei hatte? Keine Ahnung. Ich glaube, in dem Teddy steckt mehr, als man ihm ansieht. Okay, ich hab doch gesagt, Teddy. Da wäre... Okay, das war's. Ich melde mich über den Messer... Danke, Mr. Wright. Ja, so sieht das Ding aus. Ja, okay, geht nicht. Das Messer lassen wir lieber mal. Ja, guck mal, da ist der Schlüssel. Ich hab doch gewusst gehabt, da habe ich doch was Weißes gesehen.
Das ist bestimmt der Schlüssel für das Ding. Das sieht aus wie ein Schließfachschlüssel. Aber zu was für einem Schließfach gehört er? Ja, auf jeden Fall auf dem Flughafen. Nur die Frage ist nur, welcher? So, reden wir noch mit Tommy. Tommy, hi, alles klar? Haben Sie Dad gefunden? Nein, nein, leider noch nicht. Hör zu, Tommy, kann ich mal kurz dein Teddy haben? Wofür? Ich müsste etwas nachsehen. Du bekommst ihn dann sofort wieder. Es ist vielleicht wichtig. Okay. Ja, die Vermutung habe ich auch, dass der wahrscheinlich was reingemacht hat. So, kann man sich den genauer anschauen? Der Teddy des Jungen. Der Teddy des Jungen. Hm. Oh je, muss ich den etwa jetzt aufschlitzen? Ungern. Sieh mal an. In dem Teddy ist ein altes Magnetband, eine Videokassette. Die muss aus der Kamera stammen. Okay. So, kann ich ihn wieder zusammennähen? Oder ihn wieder geben? Hallo? Tommy ist gar nicht mehr da. Ah. Okay, Tommy ist nicht mehr da. Dann kann ich dir leider auch den Teddy nicht mehr mit zurückgeben. Die Videokassette. So, kann ich jetzt halt hier das einmal anschauen? Nee. Die Videokassette. Also die ist auf jeden Fall zu groß für das Ding hier anscheinend. Ich hätte jetzt gedacht, die kann ich hier reinmachen und dann anschauen. Ah, vielleicht kann man es... Ja, dann bräuchte man noch einen Player. Alien Attack Club, hätte ich gesagt. Hallo Peter, Sie waren lange, haben Sie nur... Ich denke, da ist etwas... Die Kassette war in Tommys Teddy. Warum hat Ihr Mann denn diese Kassette da eingenäht? Meine Güte, ich habe keine Ahnung. Er wollte sie wohl verstecken. Aber warum? Und vor wem? Das würde mich auch interessieren. Ich werde mir das Band mal ansehen, wenn ich noch irgendwo ein Abspielgerät auftreiben kann. Das ist jetzt die große Frage. Wie gesagt, ich melde mich über... Danke, Mr. Alien Attack Ding. Wenn die was, wenn es irgendwo was gibt, dann haben doch bestimmt die das. Jetzt schauen wir mal kurz beim Fernseher ran. Kann ich da irgendwie das Ding anschließen? Nee, das geht nicht. Und die Kamera natürlich auch nicht. Gibt's hier was Neues? Oh, ja, Chatnachricht. Eine neue. Peter, hallihallo. Ich hatte einen tollen Tag. Wie war Ihre? Ich war unterwegs. Schön. Wo sind Sie gewesen? In Arecibo, beim SETI-Institut. Aha. Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe mich umgesehen. Es ist sehr interessant. Was? Was haben Sie sich angesehen? Nun ja, allerhand. Ich habe mich ein wenig umgeschaut. Wie kam Ihnen denn die Idee? Hat es Ihnen jemand empfohlen? Sie fragen mich überhaupt nicht, ob ich mich amüsiert habe. Oh, natürlich. Entschuldigen Sie. Ich bin immer so neugierig und stelle so viele Fragen. Und das Wichtigste vergesse ich. Also, haben Sie sich amüsiert? Hatten Sie gutes Wetter? Haben Sie ein paar Aliens gesehen? Ja, jede Menge Aliens. Aufblasbare allerdings. Ich habe davon gehört, ja. Schön, dass Sie sich ein bisschen ablenken können. Und nicht so viel an die Sache mit Ihrem Nachbarn denken. Ich denke mehr denn je daran. Ich muss wieder los. Bis später. Ganz ehrlich, das finde ich jetzt doch, sie hat sich nicht erkundigt, wie es uns geht. Ja, beziehungsweise, ob es uns gefallen hat, sondern hat uns gleich nachgefragt, ob er irgendwie was da, Spezielles uns angeschaut haben. Mir kommt das äußerst verdächtig vor, also die finde ich wirklich äußerst suspekt. So, dann würde ich vorschlagen, entweder zum Flughafen das Schließfach finden, wobei ich noch keine Ahnung habe, welches, aber vielleicht findet sich das ja, wenn wir dann vor Ort sind. Wenn ich probiere mal jedes Schließfach so einzeln aus, aber vielleicht wird es ja auch angezeigt. Und dann würde ich zum Alien Attack gehen. Weil ich glaube, wenn wir das VH, dieses Videoband abspielen wollen, dann können wir es dort abspielen.
Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wer so ein Gerät haben sollte fürs Abspielen. Aber fahren wir doch erstmal zum Flughafen. Schauen wir mal, ob wir den Spind finden und was da dann drin ist. Warte mal, wo waren die Schließfächer? Waren die überhaupt hier? Ich habe doch irgendwo Schließfächer gesehen gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Schließfächer gesehen hatte. Aber jetzt bin ich mir total unsicher, wo war denn das? War das hier am Flughafen? Ah! Nein! Geh mal irgendwie... Oh, dann geh halt nach da hinten. Ah, okay. Ja, doch, da hinten sind, glaube ich, die Schließfächer, oder? Ja, doch, hier waren die Schließfächer. Aber ich dachte, ich hätte noch andere gesehen. Aber ich... Nee, die waren bei uns auf der Arbeit, oder? Oder bin ich jetzt total verrückt und verwechselt es gerade mit einem anderen Spiel, wo wir auch Schließfächer gefunden hatten? Ich kann sein, dass ich das jetzt gerade mit ein paar Spielen verwechsle, aber Schließfächer haben wir hier. Aber wir können hier nichts machen. Wir haben hier noch nicht mal einen Hotspot oder sowas. Okay. Ja, vielleicht müssen wir bei der Bar fragen. Ist da auch noch was? Da sieht auch aus, wie wenn da ein Schild wäre. Da kommen wir aber nicht hin. Nee, da scheint nichts zu sein. Ich hätte jetzt gerade gedacht gehabt, da wäre auch was, weil da sind ja auch dieses, so ein Schild hier. Ja, da will nur ein Ding haben. Ah. Schließfächer können wir nicht nachschauen. Wenn ich, fragen wir mal bei der Bar. In der Lounge. Das ist nur Check-in. Ah, guck mal an. Terminal A, ich bin noch nie mit. Da gibt's noch einen Informationsstand. Okay. Den haben wir übersehen. Ob die uns jetzt... Ja, Miss Evans. Ob die uns jetzt hier weiterhelfen kann? Guten Tag, Madam. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein paar Auskünfte. Es geht um den Space Elevator. Wann geht der nächste Space Elevator nach Luna 5? Zweimal täglich, Sir. Jeweils um 5 Uhr morgens und 5 Uhr abends. Ankunft in Gegenrichtung ist jeweils eine halbe Stunde vor der nächsten Fahrt hinauf. Danke. Ein Space Elevator. Ist es sicher, mit dem Ding zu fahren? Seien Sie ganz unbesorgt. Der Space Elevator ist nach den neuesten Erkenntnissen der Werkstofftechnik und des Schieneningenieurswesens konstruiert. Wir hatten in über 10 Jahren Betrieb noch keinen einzigen technischen Störfall. Wie lange dauert die Fahrt etwa? Eine einfache Fahrt dauert 5 Stunden und 35 Minuten. Ordentlich. Sind Sie schon mal mitgefahren? Ich? Oh nein, um Gottes Willen, das würde ich niemals tun. Nicht? Wieso denn nicht? Es ist viel zu gefährlich. Aber Sie sagten doch, es gab noch keinen einzigen Störfall in über 10 Jahren. Natürlich, der Space Elevator ist absolut sicher. Aber die Passagiere, nun ja, wissen Sie, wenn man beim Start in den Sessel gedrückt wird und es wirken Kräfte bis zum 9-fachen des Körpergewichts auf die Passagiere, das ist nicht ganz ungefährlich. Na, das ist ja sehr beruhigend. Ja, also das zu verkaufen ist vielleicht auch ein bisschen, ja. Das hättest du vielleicht anders machen sollen. Noch etwas
wollen wir ein Ticket dahin haben? Das wär's für dich. Eigentlich nicht. Beziehungsweise sollen wir einfach mal fragen. Guten Tag. Ich brauche. Es geht. Verkaufen Sie mir ein Ticket, bitte. Aber gern. Haben Sie Ihre Lotteriegewinnbescheinigung dabei? Lotteriegewinnbescheinigung? Nein. Was denn für eine Lotteriebescheinigung? Luna 5 hat zurzeit Winners Season. Aha, und das heißt? Die gesamte Station ist reserviert für die glücklichen Gewinner der staatlichen Lotterie. Okay. Es gibt also keine Möglichkeit für einen Normalsterblichen ein Ticket zu kaufen? Nicht in der Winners Season, nein. Mhm. Und wann ist die zu Ende, die Winners Season? Ehrlich gesagt, Sir, das weiß ich nicht genau. Ich sehe nur im Computer, dass Winners Season ist. Vielleicht erkundigen Sie sich bei der Luna 5 Holding. Tja, das ist schade. Es tut mir leid. Vielleicht kann ich Ihnen ja mit einer anderen Reise weiterhelfen. Nein, ich glaube nicht, danke. Alles in Ordnung. Das wär's für dich. Kannst du mir was darüber sagen? Nee, geht nicht. Wie komme ich an diese Dinger ran? Oh, Moment, da war doch noch was, oder? Das ist nur wieder die Miss Adams. Nee. Okay. Alles klar. Ha, halt in die Lounge wollte ich noch reingehen und dann mal nachfragen. Wegen dem Schlüssel. Ansonsten hätte ich... Ja, da war doch aber auch gar keiner, oder? Wo... Nee, da können wir gar nicht nachfragen. Na gut. Dann müsste ich jetzt nicht Viva rauskriegen, welcher Schlüssel wir hier brauchen. Und ich bin echt noch am Fragen. Halt, können wir da auch hochgehen? Moment mal. Können wir da auch hochgehen? Geht's da noch weiter? Nee, anscheinend nicht. Na gut. Da geht's nicht hoch. Ja, also ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich noch irgendwelche Spinde woanders gesehen hätte. Aber sie hat ja gesagt, Flughafen, bla bla bla, Spinde. Also wir sind da schon richtig. Die Frage ist nur, wahrscheinlich müssen wir erstmal rauskriegen, welcher Spinde es ist. Schätze ich mal. Na gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir zum Alien Club. Alien Attack Club, so heißt er ja. Und dann vielleicht haben wir eine Möglichkeit auf diesem Band, was wir da haben, das uns mal anzuschauen. Bis dahin, macht's mal gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!